Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? So, und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Single-Let's Play. Ja, ich bin Zocket und ja, ich dachte mir, Gothic 1 läuft doch. So eine Idee. Ja, warum Gothic 1? Weil das mein erstes Rollenspiel war. Ich fand, es war das beste Rollenspiel, fand ich. Es war also wirklich das beste Rollenspiel, was ich je gespielt habe. Besser als Skyrim oder Oblivion. Weil es einfach diese Welt, dieses lustige, übertriebene und doch, ja, irgendwie, wie soll man das sagen, männliche. Naja, gut. Was müssen wir eigentlich über diesen Ort wissen? Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Ja, wie kommen wir denn dahin? Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Ach, noch zur Vorgeschichte. Leider ist, weil ich Windows 7 habe, kann ich, sind leider die, wie heißt das hier, die Zwischensequenzen, genau, sind leider einfach nur Black Screen. Und deshalb, ja, werde ich die wohl, sind die raus, werde ich die rausschneiden. Ja, das ist mein erstes Let's Play, also bitte, also das erste alleine. Also seid nicht zu hart mit der Bewertung. Wenn ihr Vorschläge habt oder sonst irgendetwas, ein Spiel, wegen Sound oder sonst irgendetwas, dann schreibt das bitte konstruktiv in die Kommentare. Weil einfach nur sagen, dass das scheiße ist, kann jeder, aber wirklich schreiben, warum und was daran verbesserungswürdig wäre, ist doch freundlich und nett, sollte man auch erstreben. Ja, gut, auf jeden Fall haben wir einen Brief bekommen, den wir dem obersten Feuermagier geben sollen. Mehr wissen wir eigentlich auch nicht. Ach, und es ist Krieg. Und ja, hier in der Kolonie ist eine Barriere. Ne? Und die ist etwas größer geraten. Aber das könnt ihr euch auch nochmal... Ja, das wird sich im Laufe des Spiels, glaube ich, noch klären. Wo kriegen wir eigentlich so eine blöde Waffe her? Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Ach ja, gut, dass er das noch erwähnt. Als wir sind hier oben von dieser Klippe, die ich gleich nochmal zeigen werde, heruntergestoßen worden und dann hat uns jemand einen auf die Fresse gehauen. Ja, und der hieß anscheinend Bullitt. Mal schauen, wo er denn jetzt ist. Wo ist dieser Bullitt jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ja, und diesen Brief, ne? Was machen wir jetzt eigentlich damit? Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist.
Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Torus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ah, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Held der Verurteilten. Ja, ja, und von dieser Klippe da oben, dort, wurden wir heruntergestoßen. Und ja, gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Ich habe das schon mal angespielt, also ich kenne Gothic 1 schon. Zum Beispiel den Anfang kenne ich zum Beispiel noch sehr gut. Deswegen weiß ich, dass hier noch irgendwie ein Brocken liegt oder sowas. Ein Bier, meine ich. Ich bin so ein Profi. Ja, gut. Ich werde das Ganze auch nur in 720p uploaden, weil ja, meine Verbindung leider nicht für mehr reicht. Eventuell, wenn das nicht zu groß wird, die Dateien auch in 1080p. Ja. Und lustigerweise habe ich an dieser Stelle immer nur 20 FPS. Jetzt 25. Warum auch immer. Kann man mit denen nicht reden? Ist auch egal. Oder? Na gut, wir sind hier in einem Let's Play, da müssen wir das auch mal machen. Ich werde auch keine Dialoge überspringen, weil das gehört einfach hier zu. Ori und ein Kadist. Hi, Kadist. Ja. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja oder nein? Sag mal nein. Nein. Dann solltest du das tun. Er kümmert sich um die Neuen. Er weiß viele Dinge über die Kolonie, die für einen Neuen sehr wichtig sein können. Ach ja. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Ja, ungeübt, das trifft es. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Jo, netter Mensch. Danke. Ja, gut, was können wir noch erzählen? Ich meine, man musste die Fleischwarzen sogar mitnehmen. Irgendwas war da noch. Irgendwas war da. Waldbeeren, episch. Ja, also Technik und Audio und das alles wird sich mit der Zeit verbessern. Wenn das jetzt einigermaßen ankommt, wenn da jetzt alle sagen, es ist scheiße, dann okay, gut, dann lasse ich das halt.
Ja. Lustigerweise konnte ich Gothic 1 ganz normal installieren. Vielleicht finde ich auch noch einen Patch für die, hier die 10. Die. Ja, wie heißt es noch? Ihr wisst, was ich meine. Gut. Ich hoffe, ich schaffe das noch, diese Folge zum alten Lager oder in die Nähe. Weil das wäre ein bisschen blöd, wenn wir in dieser Folge noch nichts geschafft hätten, außer ein bisschen quatschen und ja. Ja, und ich werde dieses Display dann parallel zu dem Minecraft Alpha Let's Play mit Flo Akachilla hochladen. Wenn das so klappt, wie es geplant ist. Das weiß ich noch nicht. Ja. Oh, Gothic 2. Ha. Nee, war das hier? Nee. War das hier oben oder war das da oben? Ich weiß es nicht mehr. Wo man auf jeden Fall Gothic 2 da durchkam. Ja. Das ist aber blöd. Und dieses unendliche Inventar. Ein Traum. Also in meiner Probeaufnahme hat das nicht so gut geklappt. Da hatte ich ja sehr voll auf die Fresse gekriegt. Da habe ich vielleicht immer das im Menü, um in das Inventar zu kommen. Ja gut, Escape. Ich wahrscheinlich noch an Terraria. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Terraria gespielt mit einer Freundin und war ganz lustig. Gut. Oh, schon 10 Minuten meine ich. Ja. Oh, oh. Schon Beeilung noch. Aber hier läuft ich wieder gute 30 FPS. Das ist schon ein bisschen komisch. Ja, und ich muss mir demnächst eine neue Grafikkarte holen und dann werde ich das auch ja auf alles stellen. Im Moment ist das so ein zweckmäßiges, es läuft. Ja, also. Oh. Gut. Och, diese Scavenger, ey, man findet sie einfach nur so nervig. Überrascht, wie gut das klappt im Moment. Vielleicht schon unter keinem guten Omen. Unter keinem guten Stern ist es. Ja, super. Toll. Gleich blamiert. Ach, ein paar Pfeile einsammeln. Gut, gibt's hier noch irgendwas? Ja. Also ihm geht's auch gut. Ja. Hier sieht man einfach drauf, klappt manchmal auch. Drauf klappt manchmal auch, es reimt sich sogar. Ja. So, nur mal weiter. Oh, da ist es da nicht schon. Ja, die Sichtweite. Ja, es ist ein bisschen blöd. Irgendwie, das packt auch ein bisschen rum, wenn ich die Sichtweite leider noch. Wenn ich die Sichtweite irgendwie nicht erhöhe, dann packt es sich immer rum. Das ist doch sehr komisch mit Gothic 1 und Windows 7. Ja, aber ich würde mal sagen, es ist. Die Grafik ist jetzt nicht. Die sieht nicht. Die ist hübsch, aber ist nicht gut. Ja, wie soll man das sagen? Also sie ist jetzt nicht hochauflösend und Schatten und HD und alles mögliche, sondern sie sieht einfach spannend aus. Einfach comic-mäßig und lustig und doch auch wieder ernst. Hm, Drax. Mal quatschen. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft... Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft.
Schöner Spruch. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Ja, finde ich eigentlich auch. Aber gut, das lassen wir jetzt mal weg. Denn ich will auch langsam mal zum Ende kommen. Hey du! Ja, klar. Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Ja, gut. Danke, Redford. Also das war jetzt die erste Folge Let's Play Gothic 1. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge.